Das heißt, die Barmherzigkeit betreut und begleitet, pflegt Menschen im geriatrischen Bereich, in der Langzeitpflege und Menschen mit Behinderungen. In Summe arbeiten rund 1800 Mitarbeiterinnen im Haus der Barmherzigkeit in unterschiedlichen Teilbereichen, eben in der Langzeitpflege, in Pflegeheimen oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Im Bereich Habit, Menschen mit Behinderung, haben wir im Rahmen von BGF die Health Angels gegründet und haben hier ganz individuelle Gesundheitsangebote gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen erarbeitet, Vorschläge erarbeitet, Verbesserungsvorschläge und geschaut, gerade in der Pandemie, wo können wir auch Quick Wins umsetzen. Aufgrund der hohen Belastungen, die es in unserem Bereich gibt, bieten wir natürlich auch klassische Möglichkeiten unseren Kolleginnen an, wie Supervision für die Teams oder Coaching für unsere Führungskräfte und auch Seminare im Rahmen der Burnout-Prophylaxe oder wie kann ich meine Resilienz im Beruf erhöhen. Was wir zum Beispiel gerade im Jahr der Pandemie gemacht haben, haben wir einen Online-Firmenlauf veranstaltet, haben gemeinsam zum Radfahren aufgerufen, um Kilometer zu sammeln. Also gerade beim Laufen waren wir wirklich überwältigt von den vielen, vielen Kolleginnen, die sich da engagiert haben und mitgemacht haben. Wir haben über 2000 Kilometer in 2 Monaten gesammelt und damit haben wir einfach wirklich nicht gerechnet. Im Bereich der körperlichen Fitness haben wir auch noch unseren HB Fit Club. Dort bieten wir zum Beispiel Yoga und Pilates für unsere Kolleginnen an. Und gerade die soziale Komponente ist bei diesen ganzen Aktivitäten eine ganz wichtige. Und da haben wir eben versucht, wenn es im Physischen nicht möglich war, wegen Kontaktbeschränkungen, Lockdowns und so weiter, das eben ins Digitale zu holen und hier gemeinsame Erlebnisse und auch Erfolge zu schaffen.